Meine Damen und Herren, wie kommt man dazu, als Bürger, kein Wissenschaftler, sich mit einem derart komplexen Thema auseinanderzusetzen, wie eben die Hexenverfolgung, die nun speziell ein deutsches Problem, mehr als alle anderen Nationen, ein deutsches Problem ist, gewesen ist. Die Ursache meiner Tätigkeit liegt einfach in diesem Bericht vom 19. Juni 2019. In der OP ist zu lesen, mindestens 1390 Hexen in Marburg getötet. Riesenüberschrift. Für den Zeitraum zwischen 1513 bis 1750, da die Dunkelziffer Forschern zufolge deutlich höher liegt, geht man von rund 7000 Prozessen am Sandhofgericht in Marburg aus. Also diese Horrormeldung veranlasste den Heimatkundler zu seinem Bürgervortrag zur Hexenverfolgung in Deutschland im Rahmen der Veranstaltungen im Marburger Hexenjahr 2020, Hexenverfolgung in Deutschland. Mit dieser Meldung hätte man Marburg an die Spitze aller Schwerpunkte der tatsächlichen Standorte mit den brutalsten Hexenverfolgungen in Deutschland gebracht. Gott sei Dank ist eigentlich im Rahmen des Hexenjahres in Marburg mit dieser unseligen Meldung aber auch gründlich aufgeräumt worden. Es gab Ausstellungen dazu und die Untersuchungen haben deutlich gemacht, dass es eben in diesem Zeitraum in Marburg 24 Hexen gewesen sind, die aufgrund von entsprechenden Prozessen hier auch zu Tode gekommen sind, in diesem Zeitraum. Gefoltert, gestanden, zu Marburg verbrannt. Dieses Buch von Ronald Füssel räumt aber nun wirklich auch gründlich auf mit dieser These der OP, die bis heute nicht korrigiert wurde. Ich habe bis jetzt jedenfalls keine Entschuldigung vernommen für diese Meldung, die eigentlich Donald Trump verdächtig wäre an Fake News. Aber vielleicht kommt das ja noch. Das jedenfalls an den Beginn meines Vortrags gestellt. Der Fachdienst Kultur, der wirklich in vorbildlicher Weise ein so brisantes Thema in vielen, vielen Veranstaltungen organisiert und durchgeführt hat. Die Veranstaltung ist am Ende in einer Gedenktafel gewidmet den Opfern zwischen 1517 und 1695. Die Opfer sind in einem kleinen Denkmal, sowohl als Tafel als auch als sichtbares Zeichen an die Opfer vor der Martinskirche, also in Marburg, die Pfarrkirche, dort auf dem Hof der Pfarrkirche, ist also diese Tafel diesen 24 Menschen gewidmet. Rundum ist die Inschrift der Opfer angebracht. Damit ist eigentlich das Hexenjahr 2020 würdig abgeschlossen. Meine Einlassungen gehen natürlich weit über das hinaus, was in Marburg geschehen ist. Hexenverbrennung in Europa und im Deutschen Reich. Diese Schätzungen, die wir hier sehen, ich weiß nicht, ob es gut lesbar ist, werden Sie mich vielleicht gut erkennen, sehe ich Sie ja nur etwas schemenhaft, aber nach seriösen Schätzungen sind es 30.000 bis 40.000 Opfer in Europa. Und hier schraffiert sehen wir in der Mitte das Deutsche Reich weit, weit in Vorlage mit über 20.000 Opfern. Schätzungen, die Sie im Netz finden, sprechen ja von Millionen Opfern, so war es nicht. Es waren aber genug. Aber Deutschland ist die große Ausnahme. Und wir sehen, dass die nächste Nation, vielleicht Polen, ist mit einer geringen Zahl von bis zu 5.000. Und das nimmt dann ab und nicht alle Länder sind beteiligt. Es gibt viele Staaten, katholische Staaten damals, die sich an diesen Dingen nur marginal beteiligt hatten. Aber Deutschland ist scheinbar prädestiniert für Ausnahmen. Und wir kennen das ja aus unserer leidvollen Geschichte aus späteren Jahrhunderten. Die genannten Opferzahlen, die ich hier eben an der Skizze gezeigt habe,
habe ich entnommen aus den geheimen Akten der Inquisition. Ich habe mir dieses Buch besorgt, weil ich auch interessiert daran war, wie schätzt denn eigentlich die Papstkirche, die Päpste selbst, diese Hexenverbrennung, die Hexenverfolgung ein und bin da zu einigen überraschenden Erkenntnissen gekommen. Aber dazu später mehr. Also Dämonen und Teufel begleiten ja im Grunde die Fantasie der Menschen in allen Kulturen und Gesellschaften, von der Antike über das Mittelalter zur aufgeklärten Neuzeit bis eigentlich in unser Jahrhundert, 21. Jahrhundert. Der Weg führt uns über den Dämonenglauben und die Vielgötterei der antiken Kulturvölker, der Griechen und Römer, über den Monotheismus des Judentums zum Christentum und letztlich im Zusammenwirken von religiöser und weltlicher Macht zum Irrsinn der Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit. Das ist eigentlich ein unglaublicher Vorgang, dass in der frühen Neuzeit, die man ja auch die Zeit der Aufklärung nennt, noch eine solche Entwicklung möglich gewesen ist und man nach meiner Erkenntnis mit der vielsagenden Aussage, keiner wollte es gewesen sein. Natürlich wissen wir, dass die alten Kulturvölker eine Vielzahl von Göttern hatten, die für alle möglichen Ursachen angerufen wurden, denen Opfer gebracht wurden. Und hier sehen wir, dass die Griechen etwa 70 Hauptgötter sind verzeichnet. Und als die Griechen von den Römern abgelöst werden, werden es dort sogar 80 sein. Zum Teil sind die Namen oder zumindest die Inhalte dessen, für was diese Götter stehen, deckungsgleich. Aber immerhin, alle Kulturen hatten ihre Götter. Auch die Germanen hatten bis zu 30 verschiedene Götter. Wir kennen wahrscheinlich nur die wesentlichen, Wotan und Freya. Ich will es damit auch schon sein lassen. Also jedenfalls, die Götter waren im Grunde die Ausgangslage für die Menschen, sie anzurufen und in ihrer Not um Beistand zu bitten, wie auch immer. Die Konflikte führen uns sehr rasch zum römischen Staat, vor dem Zusammenbruch. Man weiß vielleicht aus der Geschichte, dass das riesenrömische Reich eigentlich unbesiegbar war von außen, aber in seinem Innern, in seinen letzten Jahrhunderten, große, große Auseinandersetzungen auszutragen hatte, viele Bürgerkriege. Und hier ist nochmal ein Hinweis auf den Bereich der Weg zum Christentum. Wir sehen hier die Landkarte rund um das Mittelmeer und die riesenhafte Ausdehnung des römischen Reiches in seiner größten Ausdehnung. Nach Norden hin waren ja die Germanen nicht von den Römern zu vereinnahmen. Dort sehen wir das nicht. Aber wir sehen, dass im Grunde der gesamte Mittelmeerraum bis über Spanien, Frankreich, nach England, zum Hadrianswall, im Grunde das römische Reich sich ausgedehnt hatte. Und es war, wie gesagt, nicht regierbar durch eine zentrale Stelle, Rom, sondern es gab diese Tetrarchie, diese vier Kaiser. Und Konstantin, dem wir ja vermeintlich das Christentum verdanken, der hat es nun geschafft, diese Tetrarchie abzulösen, indem er die einzelnen Herrschaften und die Kaiser oder Unterkaiser besiegte und er sich selbst an die Spitze des Roms stellt, was auch nicht verhindert konnte, dass das Rom weiter zerfällt. Konstantin weicht ja schließlich aus nach Byzanz bzw. nach Konstantinopel und es entsteht ja dann die oströmische Kirche. Unter dem Kreuz am Himmel, so heißt es ja in der Sage, hat Konstantin im Jahr 312 an der berühmten Schlacht an der Milvischen Brücke über den Mitkaiser Maximian gesiegt und damit eigentlich den Weg auch des Christentums dann im Grunde vorgezeichnet. Zur gleichen Zeit haben wir ja noch die Christenverfolgung. Zunächst einmal, sie beginnt eigentlich massiv zu werden unter Nero, der bekanntlich ja Rom anzündet
und den Christen mehr oder weniger diese Untat in die Schuhe schiebt, was dann zur verstärkten Verfolgung der Christen gekommen ist. Und man wunderte sich schon, dass diese gläubigen Menschen durch nichts zu beeinflussen waren und auch als Märtyrer im Grunde den Tod in Kauf genommen haben für ihren neuen Glauben. Aber im Grunde ist das ja eine Abfolge von wenigen Jahrzehnten, Jahrhunderten und eigentlich schon, also noch 270, 80, im Jahr 270, 80, 90 gab es noch Christenverfolgung schlimmsten Ausmaßes und wenige Jahrzehnte später wird das Christentum Staatsreligion in Rom. Warum? Ich habe vorhin schon gezeigt, Griechen und Römer hatten eine Vielzahl von Göttern für alles. Das war natürlich auch, führte das zu innergesellschaftlichen Spannungen in diesen Bereichen. Und da war es bestimmt Konstantin oder sein Nachfolger Theodosius, der wirklich der Überzeugung sein durfte, wenn es nur eine Religion, eine Gottheit gibt, ist das leichter zu handeln, würde man heute sagen, leichter zu handhaben, auch für die Herrschenden. Springen wir noch ein paar Jahre weiter und kommen zur Entwicklung des Christentums. Und Augustinus, vielleicht bekannt, er lebte von 354 bis 430 nach Christus. Er ist der Kirchenlehrer schlechthin. Also seine Erkenntnisse sind im Grunde im Prinzip heute noch bindend und geltend für die katholische Kirche. Augustinus bedient sich der heidnischen Religionen, den bekannten Vorstellungen vom Reich des Bösen, das mit dem Reich des Guten um die Weltherrschaft kämpft. Civitas Dei ist das Reich des Guten, Christen sind das Reich des Guten. Und Civitas Diaboli, das ist das Reich des Bösen. Er setzt dieses als gegeben voraus. Es gibt das Reich des Bösen und das wird Glaubensinhalt der Kirche und damit eigentlich mit beitragen zum Verhängnis, das am Ende viele, viele Jahrhunderte später auch zur Hexenverfolgung führt. Also er selbst hat eine Begegnung mit dem Teufel und wie war das darzustellen? Wir kennen die Bildnisse speziell auch in den Kirchen. Die Bildsprache war ja das, was das einfache Volk am besten verstehen konnte. Das konnte man erläutern. Und deswegen gab es ja die merkwürdigsten Gestalten, die man sich vorstellen wollte und konnte, wie denn Hexen oder Kreaturen aus dem Reich des Bösen man sich vorzustellen hatte. Also Augustinus macht sich den Volksglauben an den bösen Mächten, den Dämonen, den Magiern, Zauberern und Hexen über alle Kulturen zunutze, um sich gegen sie zu wenden und die Religion, die Kirche in diese Phalanx einzustimmen. In den bei allen Urreligionen vorkommenden Furcht vor Dämonen und Teufeln erkannte also Augustinus die aus dem Himmelreich abgefallenen Engel, die Hexen, die als von Luzifer verführten, deren Ziel es sei, die Menschen in das Reich des Bösen zu locken. Das Geisterheer Luzifers in der Hölle kennt nur ein Ziel, so Augustinus, die Vernichtung der Menschheit. Nur durch den wahren Glauben wird das Himmelreich siegen. Wer aber abweicht vom rechten Glauben, wer anders predigt, der verfällt der Häresie, der Ketzerei. Den Ketzer aber erwartete Augustinus die gottgewollte Höchststrafe, Verfolgung und Tod. Das haben wir schon in der frühesten Christenheit, als sie selbst verfolgt wurden in den Diaspora, wo sie gelebt haben, da war schon der Kampf der Christenheit, der auch zu schlimmen Exzessen führte, gegen Andersgläubige, gegen Arianer, gegen gläubige Christen, die eine andere Vorstellung hatten als die Urkirche. Man nannte sie dann Ketzer und diese Ketzer, die erwartet auch nach Augustinus die gottgewollte Höchststrafe, nämlich Verfolgung und Tod. Von weitreichender Bedeutung für die Entwicklung des Nebeneinanders von Kirche und Staat sind die Thesen Augustinus, nach der katholischen Kirche die Oberhoheit über das geistliche und weltliche Welt zukommen wird. Deshalb überträgt der Papst, stellvertretend für Gott,
dem Kaiser die weltliche Machtausübung durch das Aufsetzen der Krone. Zugleich soll ja in dieser Handlung die Oberhoheit der katholischen Kirche über den weltlichen Staat postuliert werden. Aus dieser im 5. Jahrhundert durch Augustinus mit dem Segen der weltlichen Obrigkeiten entwickelten Formel der göttlichen Machtstrukturen in der Welt leitet die katholische Kirche den Anspruch ab, die Weltherrschaft zu erreichen. Also was müssen wir da verstehen? Es geht tatsächlich auch um die äußere Herrschaft. Der Kampf der Kirche um die Weltmacht bedeutet nicht im Glauben, so wie es vielleicht Christus vorgelebt hat, sondern es bedeutet tatsächlich die weltliche Macht, die strebt man an. Also Augustinus war es, der der frühen katholischen Kirchenlehre den zukunftsweisenden Weg ebnet. Seine genialen Ideen führten zur Inkultration von bestimmten Bräuchen aus den Urreligionen. Augustinus übernahm gewohnte Rituale, Feste, Sonnenwendfeiern, Erntefeiern, Weihnachten und andere und integrierte sie in den Ritualen der Kirchenordnung. Feste, Kirchweih, Weihnachten, Ostern. Dies erleichterte natürlich den Ungläubigen, die ja noch an Heiden glaubten, den Übergang zum Christentum, freiwillig oder unfreiwillig. Denn wenn die Menschen aus diesen Kulturen ihre Feste, ihre Gewohnheiten mitnehmen konnten, fiel es leichter, sich auf dem neuen großen Glauben hinzugeben. Die Machtteilung hier ist nochmal auf dargestellt. Wir sehen links den Papst, der etwas höher sitzt als der vor ihm ja, fast kniende Kaiser. Er übergibt ihm die Insignien der Macht. Kirche und Staat teilen sich die Macht. Die frühe christliche, ich spreche immer von der katholischen Kirche, denn wir wissen, evangelische Kirche gibt es erst ab 1525, 27, noch sind wir nicht da. Die frühe christliche, katholische Kirche, soeben noch von den heidnischen Völkern verfolgt, ist inzwischen Staatsreligion. Sie entwickelt und festigt ihren Führungsanspruch gleichberechtigt neben der politischen Macht mit dem Ziel, die Weltherrschaft nach Augustinus zu übernehmen. Es gilt allein die Lehre der katholischen Kirche, die alle anderen christlichen religiösen Strömungen als Heretiker und Ketzer verfolgt und mit Hilfe der weltlichen Gerichtsbarkeit, das war die Verabredung zwischen Papst, später Papst und Kaisertum, die weltliche Gerichtsbarkeit vollzieht die Strafe. Nun gibt es einen ganz merkwürdigen Vorgang, den ich mit erwähnen möchte, weil er auch schlaglichtartig etwas bezeichnet oder etwas deutlich macht, was zwar damals schon auch Menschen ahnen konnten, was aber, da sie ja nicht lesen und schreiben konnten, kaum die Chance hatte, offenbar zu werden. Ich spreche von der sogenannten konstantinischen Schenkung. Eine angeblich von Kaiser Konstantin, im 4. Jahrhundert erstellte Urkunde tauchte um das Jahr 800 auf. Also die Urkunde begründet fortan den territorialen Anspruch der Papstkirche auf große Gebiete im Römischen Reich. Was war passiert? Also eine Urkunde sagt, der Kaiser Konstantin hat vor 400 Jahren dem Papst Rom oder große Teile des heutigen Italiens geschenkt. War damit gleich bedeutend, dass die Papstkirche auch Weltmacht bzw. weltliche Macht auszuüben hatte. Sie stellt den Papst gleichrangig neben die weltliche Macht des Kaisers. Papsttum und Kaisertum vereinbaren gemeinsame Regularien zur Machterhaltung. Es erfolgt dann Einführung des kanonischen Rechts, in der im Grunde geregelt wird, wer Ankläger ist, wer Vollstrecker ist. Es beginnt mehr oder weniger das, was man später das römische Recht vielleicht bezeichnet wird, das in dieser frühen Phase seine Ursprünge erkennen lässt. Also die konstantinische Schenkung soll beweisen, dass Kaiser Konstantin die Oberherrschaft über die gesamte Westhälfte des römischen Reiches an Papst Silvester 314 bis 325 bis ans Ende der Zeit übertragen hat. Nun flog diese Fälschung um 1440 auf. Aber der Kirchenstaat besteht heute noch. Dazwischen sind viele Dinge passiert und danach,
Ich rede nicht von den Kreuzzügen, von den Gräueln, die sich dort anspielen. Aber auch damals gab es schon Korrekturen, die im Grunde deutlich machen sollten, wahrscheinlich als ketzerische Schrift oder Bildnis, die Fälscher in den Mönchsstuben stellten diese Urkunden aus, von denen ja keiner, der nicht lesen und schreiben konnte, die Richtigkeit und den Wahrheitsgehalt prüfen konnte. Papst und Kaisertum kämpfen also um die Weltherrschaft. Wir kennen ein Beispiel, das ist der sogenannte Investiturstreit, als sich Kaiser Heinrich IV. Darauf beruft, selber Bischöfe einberufen zu können, machten viele Herrscher, aber das machte ihm natürlich der Papst streitig. Und da ja der Papst oder die Papstkirche in allen Herrscherhäusern inzwischen vertreten war, es gab keine andere, konnte also der Papst mit dem Mittel der Exkommunition, des Banns eingreifen und tatsächlich die Herrscher, die unbotmäßig sich verhalten haben, mit dem Bann belegen. Und das hatte die große Gefahr, dass Feinde hatte jeder, dass sich Feinde im Namen der Kirche zusammentun und einen Gebannten umbringen, denn das war ja das Ziel. Und dieses war also mit Heinrich IV. Mit dem Gang nach Canossa passiert. Jetzt kommt noch ein weiterer Aspekt, den ich in meiner Darstellung nicht unterschlagen werde. Wie es bereits den großen griechischen Philosophen nachgesagt wurde, stand auch Augustinus zu einem aus heutiger Sicht verheerenden Frauenbild, das sich darin äußerte, und ein Zitat von ihm: Frauen sind nach ihrer Natur nach minderwertig, die Frau ist dem Manne nicht gleichrangig, nur der Mann ist nach dem Bilde Gottes. So Augustinus, schon auch Paulus, Apostel Paulus, der ja umgekommen ist, wie übrigens alle 12 Apostel, die in die Welt hinausgingen, im Mittelmeerraum, um das Christentum zu verbreiten. Wir sind ja alle umgebracht worden, und auch Paulus. Und in den Katakomben von Rom, wo sich ja nun die Christengemeinde trifft, hat auch Paulus den Frauen verboten, den Gläubigen zu predigen. Es geht aber weiter. Es war der große Kirchenlehrer Thomas von Aquin. 1224, 1274 lebte er, der dem überlieferten Frauenbild des Augustinus noch eins draufsetzt. Seine These lautet: Da das Verb Weib minderwertig ist und nicht dem Manne gleich, wird es den Anfechtungen des Teufels unterliegen, weil es nicht die Kraft zum Widerstand besitzt. Minderwertig sei das Weib auch deshalb, weil es aus der Rippe eines Mannes geschaffen wurde, und folglich, das Weib sei allein dazu da, wie die Erde das Korn, den Samen des Mannes zum Menschen zu bilden. Solche Thesen stehen am Beginn, viele Jahrhunderte, auch nach Augustinus, und werden in der Lehre weiter verfolgt und vertreten. Wir werden das noch exemplarisch weiter verfolgen. Also, trotzdem die Verabredung der Machtteile von Kirche und Staat. Was heißt das? Die Kirche klagt Katharer, christliche Abweichler an, später die Hexen. Die weltliche Macht verpflichtet sich zur Verfolgung und zur Verurteilung der Beschuldigten. Verbindliche Regelungen treffen unter anderem Friedrich I. Barbarossa mit Papst Alexander III. Und Friedrich II., der Staufer, der einmal in Marburg war und der heiligen Elisabeth die Krone aufsetzte, der trifft eine solche Verabredung ebenfalls mit Papst Innozenz. Also hier wird deutlich, die Kirche versucht, was sie bis heute eigentlich auch macht, zu sagen, wir sind zwar Ankläger, wir haben die Hexen, die aufgrund ihrer Untaten zu verfolgen sind, preisgegeben, aber die Verurteilung, das macht die weltliche Macht. So redet sich ja die Kirche bis heute überwiegend noch immer aus der Verantwortung. Ich habe hier mal exemplarisch 3 Päpste genannt mit ihren Auswirkungen auf das Geschehen. Bis zum heutigen Tage gibt es 307 Päpste. Der letzte ist ja der Franziskus. Da waren, weiß Gott nicht,
Es war eine Minderheit, die sich wahrscheinlich überhaupt nur in Fragen der Hexenverfolgung persönlich beteiligt hat. Wussten wahrscheinlich alle davon, aber für die meisten war das überhaupt kein Thema. Aber einige schon. Papst Innozenz, einer der Päpste, er baut also speziell die weltliche Territorialmacht der Kirche aus. Er versucht es zumindest. Auch die Könige unterstehen dem päpstlichen Gericht über die Sünde und somit auch der Inquisition. Das heißt, eine andere Geschichte ist ja mit unserem Konrad von Marburg, der Inquisitor. Auch die oberen Gesellschaftsschichten waren nicht sicher, verfolgt zu werden. Das weist eben auf diesen Papst Innozenz. Papst Gregor nennt ja den Konrad von Marburg zum Visitator und stattet ihn mit Sondervollmachten aus. Und Innozenz der Achte, das ist im Grunde der Initiator der Hexenverfolgung, über die wir heute so reden wollen. Er hat im Grunde die Hexenbulle, Summis Desiderantes, bekannt als den Hexenhammer, begünstigt. Geschrieben hat er nicht, das haben andere, aber mit seinem Segen. Also Inquisition ab dem 30. Jahrhundert, Kirche und Staat im Kampf gegen Häresie, Konrad von Marburg, bekannt als derjenige, der als Ankläger und Richter in dem Falle, weil er ja mit besonderen Vollmachten ausgestattet war, sein Unwesen im Lande treibt. Die Verfolgung der Katharer in Frankreich führt sogar zu einem Kreuzzug. Das Motto lautet dort: Schlagt sie alle tot, Gott kennt die Seinen. Und die abstrusen Anklagen deuten darauf hin, die Katharer beten, was weiß ich, an Tiere, vergreifen sich an Tieren. Also die abstrusesten Vorwürfe, wenn man das liest, man hält es kaum für möglich, was man den Menschen glauben machen wollte. Aber es hat dazu geführt, dass eben die Katharer ausgerottet wurden. Und jetzt kommt ein anderes Spiel. Die goldene Bulle von Kaiser Karl IV. Regierte von 1346 bis 1378. Unter seiner Herrschaft entsteht das wichtigste Gesetz des Römischen Reiches deutscher Nation inzwischen, erlassen im Jahr 1356. Was zeigt uns das Bild? Die deutsche Bulle besagt, dass das Wahlkaisertum inzwischen in Deutschland oder im Römischen Reich deutscher Nation zu gelten hat. Wahlkaisertum, die wichtigsten Kurfürsten, 7 an der Zahl, wählen, wenn bei Bedarf, wie auch immer, den Kaiser aus ihren Reihen oder einen nach Vorschlag. Wir sehen die berühmten Herzöge, die hier als Kurfürsten tätig sind. 3 auf der linken Seite, Kirchenfürsten, die gleichzeitig weltliche Fürsten sind, und 4 weltliche Kurfürsten, in dem Fall aus Bayern und Brandenburg, Pfalz. Und die christlichen Fürsten sind aus Trier, aus Köln und aus Mainz. Es können auch andere sein. Wir wissen ja, dass das Wahlkaisertum dazu geführt hat, dass wir über Jahrhunderte das Haus Habsburg, gewählt von den Kurfürsten, immer wieder als feststellen als Kaiser aus dieser Familie. Und wir wissen weiter aus der Geschichte, dass eben Geldleute wie die Fugger in Augsburg herhalten mussten, um den jeweiligen Aspiranten der Kaiserwahl die entsprechenden Bestechungsmittel bereitzustellen. Die Fuggers sind da fast dran wirtschaftlich zugrunde gegangen. Aber ich will damit nur sagen, auch die goldene Bulle beweist ja, dass weltliche und christliche Fürsten in einer Hand waren und damit auch die Machtausübung, was heute bei der Darlegung der Hexenverfolgung fast nicht mehr erwähnt wird. Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit. Ein traumatisches Phänomen. Der von Kirche und Staat gelenkte Dämonenglaube, nebst dem Aberglauben des gemeinen Volkes, dies schafft die Voraussetzung für die unbarmherzige Verfolgung unschuldiger Opfer. Zugleich geht aber die Verleugnung wissenschaftlicher Erkenntnisse gegen alle Vernunft einher.
Wissen, die Kirche hat ein eigenes Weltbild sich geschaffen und daran zu rütteln, ist Sünde. Und wer sich nicht belehren lässt, der muss damit rechnen, dass er verfolgt und auch zu Tode gebracht wird. Wir erleben, dass wissenschaftliche Erkenntnis, die in anderen Bereichen, in China oder in anderen Kulturen längst zur Selbstverständlichkeit geraten sind, speziell unter der Auffassung der Papstkirche keine Geltung zu haben hatten. Die Erde ist ein Teller, was auch immer, und daran wird nicht gerüttelt. Wer es tut, muss mit Strafe rechnen. Kopernikus, Galileo Galilei, sie haben es zwar überlebt, weil sie nicht greifbar waren oder weil weltliche Herrscher die Hand über sie hatten, aber der Giordano Bruno, auch einer, der sich mit solchen wissenschaftlichen Erneuerungen erfolgreich befasst hat, der konnte es nicht. Dieser Giordano Bruno, der übrigens auch in Marburg beinahe als Lehrkraft eingesetzt worden wäre, wie auch immer, es hätte ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Er ist dann weiter verfolgt worden und über viele Stationen war er auf der Flucht und ist dann letztlich doch festgenommen worden, war ein paar Jahre in der Engelsburg in Rom und ist dann verbrannt worden. Und jetzt kommt eigentlich ein Kapitel, das man kennt unter dem Namen der Hexenhammer. Malleus Maleficiarum. Dieses Werk dient der Legitimation der Hexenverfolgung des Theologen und Dominikaners Heinrich Insistorius, also Heinrich Kramer eigentlich, und des Jakob Sprenger, erschienen im Jahr 1486 bei ausdrücklicher Sanktionierung durch Papst Innozenz VIII., wie schon eben erwähnt. Der Hexenhammer, ein Werk von 777 Seiten, wurde in 29 Auflagen im Laufe der nächsten Jahrhunderte gedruckt. Das Werk diente den zahlreichen Hexenverfolgern als Orientierung bei der Anwendung der peinlichen Verhöre. Schon ein harmloses Wort, peinliche Verhöre. Was sich darunter zu verstehen hat, ist eigentlich unglaublich und für uns heute unvorstellbar. Es ist eben die Anwendung der Folter in allen nur erdenklichen Ausmaßen. Besonderes Merkmal des Hexenhammers, er zeichnet sich durch eine extreme Frauenfeindlichkeit aus. Vier Haupttatbestände gegen die Hexerei der Beschuldigten. Nach dem Hexenkatalog im Hexenhammer gibt es also vier Hauptschwerpunkte, wie so etwas zu verstehen ist. Der Teufelspakt, ein Mensch, zumeist eine Frau, schließt mit dem Teufel einen Pakt und schwört Gott ab. Eheschließung, eine Frau legitimiert den Pakt mit dem Teufel durch Vollzug des Geschlechtsverkehrs. Schadenzauber, die Hexe schlägt, schädigt oder vernichtet Menschen und Vieh durch Krankheit, verursacht Missernten. Hexensabbat, der oder die Hexe nimmt an den üblichen Zusammenkünften mit dem Teufel teil. Hexensabbat, Ritt auf dem Besen, Hexentreppen auf dem Blocksberg. Und dieses Skizzen hier unten drunter sind eigentlich aussagekräftig dazu, diesen vier Hauptpaktgegenständen. Wie das abzulaufen hat, ist also bestens und weitgehend geregelt, wie sich das abzuspielen hat, können wir gar nicht alles nachlesen. Der Hexenhammer ist jedenfalls genau die Anleitung, die hundertfach auch zur Anwendung kommt. Zitate von Heinrich Kramer aus dem Hexenhammer. Schlecht ist also die Frau von Natur aus, da sie schneller am Glauben zweifelt, auch schneller dem Glauben ableugnet. Das ist die Grundlage für Hexen. Was ist denn das Weib anderes als eine Vernichtung der Freundschaft? Eine unentfliehbare Strafe, ein notwendiges Unglück, eine natürliche Versuchung, ein begehrenswertes Unheil, eine häusliche Gefahr, eine reizvolle Schändung, ein Weltübel, mit schöner Farbe bestrichen. Also solche Aussagen finden sich noch so ein paar ähnliche Sprüche. Bekleiden also die Beschreibung, wie im Grunde der Hexenhammer anzuwenden ist und welches die Grundlage dafür sind.
Und das Besondere ist in der Tat die Frauenfeindlichkeit, aber die eigentlich nicht von ihnen erfunden ist. Die ist schon gewesen. Von der Folter in die Flammen, Hexenprozesse in Deutschland, gibt es natürlich unzählige Bücher. Es gibt mehr Bücher über die Hexenverbrennung als etwa über die viel, viel schlimmeren Gräueltaten der Nationalsozialisten. Das kommt ja vielleicht noch. Das ist ja vielleicht auch eine Aufgabe für das Kulturamt, mal eine solche Aufarbeitung zu bereiten. Denn Marburg hat auch einiges zu bieten. Ich habe das in meinem Buch, was vorhin erwähnt ist, schon einmal dargestellt. Also als peinliches Verhör, Titelfoto aus dem Geschichtsmagazin damals. Dazu muss ich sagen, ich habe dieses Geschichtsmagazin damals 4 Jahrzehnte, also 40 Jahre lang bezogen, eine Monatszeitschrift, wissenschaftliche und historische Beiträge, fein säuberlich im Schuber verpackt, stehen die in meiner privaten Bibliothek, neben vielen anderen Büchern. Das heißt, ich habe nicht eines der Dinge, die ich hier sage, selber etwa in Archiven, etwa im Staatsarchiv in Marburg, selber nachvollziehen wollen und können. Kann ich gar nicht. Kann ja keine Schrift lesen aus dieser alten Zeit. Aber es ist so viel geschrieben. Wichtiges und Unwichtiges. Und wenn man daraus den Rezess zieht, wie ich es mache, dann kommt man zu dieser Erkenntnis, persönliche von mir aus, wie so etwas entsteht. Also ich habe alles, was ich recherchiert habe, auch nachweislich in meinem eigenen Archiv vorzuzeigen. Also dieses Magazin beschreibt an vielen, vielen Stellen auch das, was in Hessen geschehen ist. Und kommen wir jetzt zu dem Knackpunkt, was macht eigentlich die evangelische Kirche? Martin Luther vermochte es nicht, sich dem kollektiven Irrsinn der Hexenverfolgung entziehen. Im Gegenteil. Ja, Martin Luther ist ja zunächst einmal Augustinermönch gewesen, also in dem Bettelorden der Augustiner ist er ja im Grunde, hat er sich ja angeschlossen. 1505 ist dann ein paar Jahre geblieben. Bis 1521 hat er sogar das Mönchsgewand getragen. Natürlich ist die evangelische Kirche in dieser Zeit ja nicht frei von dieser Entwicklung. Sie ist ja aus der entsprechenden Kirche hervorgegangen und übernimmt natürlich auch die entsprechenden Maßregelungen der Hexenverfolgung. Luther hatte also in 30 nachgewiesenen Predigten gegen die Hexen gewettert und im Grunde auch ihren Tod gefordert, wenn sie denn überführt sind und überführt. Hatten sie denn eine Chance? Es war ja unmöglich. Der Nachbar denunziert, manchmal die eigene Familie, was alles im Grunde an unmöglichen Vorhaltungen gegenüber diesen armen Leuten, auch Männer, die man als Hexen verbrannt, aber es waren immerhin 80% Frauen. Und nur 20% Männer. Warum das ist, will ich auch noch erklären. Also Martin Luther, ganz Kind seiner Zeit, war davon überzeugt, dass es Hexen gibt. Er hielt die Hexerei für ein Kapitalverbrechen, das entsprechend zu bestrafen sei. Sie schaden vielfältig, also sollen sie getötet werden. Nicht allein, weil sie schaden, sondern auch, weil sie Umgang mit dem Satan haben. Auch der Genfer Reformator Calvin folgt mit dem Verweis auf Moses. Die Zauberin sollst du nicht leben lassen. Also es geht ja weit zurück, also auch im Alten Testament wird zumindest an einigen Stellen auf diese für damalige Verhältnisse wohl undurchsichtige Dämonen hingewiesen oder wer auch immer ihnen verfallen ist, der ist zu beseitigen. Also die Reformatoren betrieben aber keine massenhafte Durchführung selbst, obwohl speziell aus der katholischen Kirchenzeit, ich habe das aus dem Papstbuch entnommen, tatsächlich die Darstellung gegeben wird, dass es in den evangelischen Bereichen im Lande viel schlimmer zugegangen sei als in den katholischen. Ich bezweifle das. Es gibt zum Beispiel, wissen wir, in der Wetterau, evangelisches Gebiet, zwischen 1532 und 1700 670 Menschen hingerichtet. Die Stadt Büdingen hatte dabei gerade 900 Einwohner, die Hälfte davon Kinder. Man musste sogar Auswärtige wieder anziehen, sonst wäre Büdingen ausgestorben. Also das war schon ein schlimmer Beitrag. Schlimm war es jedoch auch andernorts, im heutigen Gebiet der Wetterau, in Echzell, Bingenheim. Es sind viele, viele Orte, die eben hier in dem Fall 31 Frauen und 16 Männer auf den Scheiterhaufen bringen
und auch 13 Kinder, alle um die 12 Jahre alt. Einzigartig in Echtzell, ist zudem gewesen, dass auch 4 Juden wegen Hexerei verfolgt und getötet wurden. Die weitere unvollständige Bilanz: 100 Opfer in Münzenberg, 58 in Reichelsheim, 12 in Rosbach, 4 in Friedberg, 3 in Ockstadt und in Rockenburg, zählt dieser Pfarrer Gebhardt auf. Also die Evangelischen waren gewiss nicht frei von eben diesen Dingen. Was ist dann geschehen? Man hat eine Frau oder einen Mann der Hexerei beschuldigt. Und damit war eigentlich das Schicksal fast schon besiegelt. Man zeigte ihn, man drohte ihn an. Nach diesem Recht, was sich so langsam entwickelt, war es ja nun notwendig, dass ein Geständnis zu erfolgen hat. Und wenn es nicht kommt, dann ist die Folter anzuwenden. Und das war ja das peinliche Verhör. Und um den Delinquenten zu zeigen, was ihnen passieren kann, wenn sie nicht gestehen, zeigte man ihnen diese Folterinstrumente. Und was sie hier sehen, ist noch harmlos. Das Netz ist ja voll von vielen, vielen Skizzen und Bildern. Aber die Schildereien, die man als nachvollziehbar glaubhaft verstehen kann, bezeigen immer wieder, wie grauenvoll diese Folter Anwendung gefunden hat. Das Hängen mit gefalteten Armen auf dem Rücken, dann hochziehen. Oder wir sehen auf der rechten Seite eine Vorrichtung mit den Stacheln. Wenn der Delinquent da drin war und die Tür klappte zu, hat er keine Chance, hat er nicht überlebt. Also das Schauspiel der Verbrennungen war natürlich auch eine Volksbelustigung. Wir kennen das, die letzte öffentliche Hinrichtung in Marburg, 1864 am Rabenstein. Tausende von Menschen haben da wahrgenommen, sensationell. Es war übrigens die letzte im Deutschen Reich, die hier in Marburg stattgefunden hat. Aber so kann man sich das vorstellen. Wenn es dann zur Verurteilung der Hexen gekommen ist, meist durch Feuer, warum durch Feuer? Wenn eine Hexe als solche erkannt und verurteilt war, dann sollte sie mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden, damit nicht die Seele noch die Möglichkeit hat, zu entfliehen, vielleicht sogar das Himmelreich zu erreichen. Also verbrennen, dass nichts übrig bleibt. Das war der Hintergrund der Brandopfer. Und das war das Schauspiel. Natürlich wurde das mit Publik und das Volk ergötzte sich daran, wie es immer geschah, wenn öffentliche Hinrichtungen waren. Das hatte nicht nur mit Hexen zu tun. Also das Vorzeigen der Folterinstrumente war ein ganz, ganz wichtiger Vorgang. Die Menschen wussten, wenn sie nicht gestehen, passiert also, wenn sie gestehen, schadet das auch nichts, dann werden sie einfach verurteilt. Also sie hatte gar keine Chance. Auf der rechten Seite sehen Sie ein ganz merkwürdiges Gebilde, so ein Gerät, das man durch Drehen, wie eine Schraube, weitet sich das aus und verletzt den Menschen. Das steckte man in den Mund, damit war Zähne, Gebiss, Knochen vorbei. Aber man steckte es auch den Frauen woanders hin und hat damit wahnsinnige Schmerzen verursacht. Und am Ende gestanden ja die angeklagten Hexen, alles, was man ihnen wollte. Sie hatten gar keine andere Chance. Das Bild soll eigentlich nur zeigen, wie zerklüftet Deutschland in der Zeit der Reformation gewesen ist. Katholische und protestantische oder evangelische Gebiete, meistens zerstreut. Im Norden waren es eben die evangelischen Gebiete, im Süddeutschland mehr die katholischen Gebiete. Aber insgesamt eine Vielstaaterei, die sich später dann noch verhängnisvoll für die deutsche Entwicklung ausweisen wird. Aber ich wollte nur mal zeigen, dass dies schon im 16. Jahrhundert in einer Vielstaaterei hier sich aufsplitterte. Und jetzt nochmal zu meinem, ich will nicht sagen mein Lieblingsthema, sondern zu dem, was ich meine, was im Grunde das widerlegt, was von der Kirchenseite heute gerne als Entlastung dargestellt wird. Also meine These ist also die, es ist ja nicht möglich, dass ein Fürstbischof, der gleichzeitig Herrscher seines
Herrschaftsgebietes ist, dass man ihn freisprechen kann von der Hexenverfolgung. Ihm unterstanden Ankläger und Richter. Und das war eben in vielen dieser ganz bekannten Gegenden, wie Bamberg in dem Fall, ganz ausgemacht. Fürstbischof Johann Georg Fuchs, Hochstift Bamberg, der bekannteste und extremste Hexenverfolger, machte Bamberg zum Sinnbild der Hexenverfolgung schlechthin. Unbarmherzig ist der mildeste Ausdruck, der zu ihm einfällt. Circa 300 Bamberger Bürgerinnen und Bürger enden auf dem Scheiterhaufen. 900 waren es im Hochstift, also in dem Gebiet. Unter den Opfern war unter anderem Bürgermeister Juntius, dem es gelungen war, einen ergreifenden Folterbericht abzufassen, bevor das Urteil vollstreckt wurde. Man muss das so verstehen, dieser Bürgermeister hatte schon zuvor seine eigene Frau verloren durch Hexenverfolgung, war wahrscheinlich nicht genug. Und gerne hat man natürlich hochstehende Persönlichkeiten, in dem Fall bei den Männern, solche genommen, die auch ein Vermögen im Hintergrund hatten. Denn die Hexenverfolgungsprozesse waren ja so angelegt, dass natürlich der Verurteilte oder seine Familie die Kosten des Verfahrens zu tragen hat. Bei einer armen Witwe, bei einer armen Frau war nicht viel zu holen, also war es gelegentlich von Nöten und auch gegeben, hochgestellte Persönlichkeiten, die man, Denunzianten finden sich immer, die man denunzierte und die dann vor Gericht erscheinen und keine Chance hat, rauszukommen. Und dieser Bürgermeister, dem gelingt es, wahrscheinlich durch Bestechung, einen hochinteressanten Brief über seine Verfolgung, über seine Foltern nach draußen zu schmuggeln. Man muss ja wissen, wo kommen denn die Berichte überhaupt her? Die Opfer selbst konnten nicht mehr schreiben. Konnten sie eh nicht schreiben? Und wahrscheinlich waren sie auch gar nicht in der Lage. Es waren immer auch Menschen, die wissentlich teilgenommen hatten an solchen Dingen, die dann später davon berichtet haben. Eigentlich sind alle Berichte, die wir kennen, ja von den Tätern. Und das ist schon genug. Also dieser Bürgermeister schreibt, also ein Kassiber, den er an seine Tochter richtet und beschreibt die unsägliche Folter, die er ertragen hatte und entschuldigt sich für die schlechte Schrift, weil man ihm ja die Hand zerstört hatte. Diese Handbrisse war ja so auch so ein Foltergerät. Und warnt sie, sie möge diesen Bericht auch wieder vernichten oder jedenfalls bloß nicht weiter verbreiten, was der armen Tochter nichts nützt. Sie wird dann auch denunziert und als Hexe verbrannt. Und in Bamberg war es sogar so, da war die Zahl dieser 900, das ist ja nicht von heute auf morgen zu erledigen, das ist ja ein lange währender Prozess auf Prozess, der da abfolgt. Dafür hatten die extra ein Haus gebaut, das zum Teil überfüllt war. Das war in Bamberg Fürstbischof Johann Georg Fuchs. In Würzburg gibt es den Philipp Adolf von Ehrenberg. Also unter ihm erreichen die Hexenverfolgung im Würzburger Territorium zwischen 1226 und 1230, also in 4 Jahren, einen Höhepunkt. Im gesamten Hochstift wird von über 900 Getöteten, in der Stadt Würzburg von 200 Opfern ausgegangen. Also neben den einfachen Leuten, überwiegend Frauen, wurden Adlige, Ratsherren und Bürgermeister verbrannt. 20% der in Würzburg Verbrannten waren Priester und Ordensleute. Auch der Einsatz für Angeklagte, die der Hexerei bezichtigt wurden, führte zum Prozess gegen diejenigen, die die Hexen verteidigen wollten. Balthasar von Dernbach, hier unser Hessen, Fürst Abt in Fulda, also nicht irgendwelcher Kaiser, sondern der Fürst Abt, der zugleich weltlicher Herrscher war, hat zu verantworten, was in Fulda geschehen ist, oder in Bamberg, oder in Würzburg, oder in Köln, oder in Trier. Also der Balthasar von Dernbach, hier sind jetzt in einer Opfertafel vor kurzem oder vor wenigen Jahren erst in Fulda errichtet, in der Zeit von 1600 bis 1606, nur in 6 Jahren, eine ganze Reihe von Opfern, jetzt auch namentlich erfasst,
Wie gesagt, da ist Marburg mit den 24 Opfern, davon vielleicht nur die Hälfte aus Marburg Stadt und der Rest aus dem Umland. Wir nehmen uns da wirklich gnädig aus, was das angeht. Also in Fulda war es anders. Der Balthasar Nass, der war ein unerbittlicher Hexenrichter im Hochstift Fulda. Zielscheibe seiner Verfolger waren besonders Protestanten in seinem Wirkungsbereich. Protestanten seit 1527, nun hier in Hessen tätig, abgesehen von den mainzischen Gebieten, dazu gehört Fulda. Aber rund um den Orten gibt es also evangelische Protestanten und die waren also die beliebten Opfer. Hier ist also aufgeführt, welche er und wie viele er, 9 Frauen lebendig verbrannt, 9 Frauen auf dem Scheiterhaufen, 11 Frauen und Mädchen lebendig verbrannt, 12 Frauen und Mädchen. Es zieht sich also wie ein roter Faden. Und das Besondere an diesem Balthasar Nass, er sucht sich speziell bei den Männern solche raus, die auch ein Vermögen haben. Und wenn schon der Letzte in der Familie, nämlich der Vater oder der Mann, umgebracht ist, dann fällt das Vermögen an den Fürstabt oder in evangelischen Gebieten an den Landgraf. Also es ist ja nicht so, dass es nur um des Glaubens willen geschehen ist. Es ging auch um Manuel, es ging auch um wirtschaftlichen Besitz, den man erreichen kann, indem man Anschuldigungen ausspricht und verurteilt. Johann der Siebte von Schöneburg, Erzbischof und Kurfürst, auch so ein Fall. Eine kuriose Geschichte mit Spätfolgen bis in die heutige Zeit. Dietrich Flade, Doktor beider Rechte am Reichskammergericht, Rektor der Universität und Kurfürstlicher Rat, Stadtschultheiß in Trier, endet als Hexer auf dem Scheiterhaufen am 18.09.1589. Ankläger war Weihbischof Peter Binsfelder aus Trier, der Flade als Hexer verleumdet. Das Vermögen, er war wahrscheinlich der Letzte in der Familie, die man umgebracht hatte, das Vermögen des Angeklagten wandert anschließend in die Hände des Erzbischofs Johann VII. Auch ein Schuldschein über 4000 Goldgulden, die Dietrich Flade der Stadt Trier geliehen hatte, gelangte in die Hände des Erzbischofs. Damit verbunden eine Zinslast, die bis heute, Stand 2009, von der Stadt Trier zu leisten hat. Jährlich 362 Euro ist kein Weltbetrag. Der Versuch der Stadt Trier, diese Kuriosität endlich zu beenden, endete mit der Stellungnahme der Kirche. Der Vertrag sollte doch in der bewährten Form weitergeführt werden. Also das ist also ein unglaublicher Vorgang, der sich nicht nur auf Trier beschränkt. Aber das mit dem Schuldschein ist schon kurios. Also selbst die Schuld, die vor Hunderten von Jahren durch den Schuldschein ausgeglichen werden sollte, fällt in die Hand des Kurfürsten oder in dem Fall des Erzbischofs und Kurfürsten und wird auch weiterhin von der Kirchenmacht als ganz legitimes Mittel angesehen, die auch weiterhin einzufordern, diese Zinslast. Man hätte das Unheil verhindern können, wenn man auf die Mahner und Kritiker der Hexenprozesse gehört hätte. Bekanntester Kritiker war wohl Jesuitenpater Friedrich Spee, Cautio Criminalis, er hatte also da eine Abhandlung dazu geschrieben. Und wer nicht sein weltlicher Herrscher schützend, hätte die Hand schützend über ihn gehalten, wäre mit Sicherheit wohl auch auf dem Scheiterhaufen gelandet. Johannes Weyer verfasst Schriften gegen den Hexenwahn. Francesco Albizzi, geistlicher Diplomat im Vatikan, ist ein bekannter Kritiker der Hexenverfolgung. Verschiedene andere auch. Weitere evangelische und katholische treten als Kritiker der Hexenprozesse in Erscheinung. Also man kann nicht sagen, die hätten nicht gewusst, was sie tun. Nein, die Kritiker waren gefährdet. Und mancher von ihnen ist dann tatsächlich auch
über merkwürdige Prozessfolgen ums Leben gekommen. Man hätte also tatsächlich, wenn man sie erhört hätte, und das spricht auch die weltlichen Herrscher der Zeit keineswegs frei, man hätte das verhindern können. Marburg, auch keine Insel der Glückseligen in den Zeiten des Hexenwahns. Wie gesagt, die Stadt hat das dank der hervorragenden Arbeit des Fachbereichs Kultur in der Weise wirklich öffentlich geregelt und durch das Erinnerungsmal auch dann abgeschlossen. Wir sehen an diesem Bild, dass es natürlich auch in Marburg Galgen gab oder das Rad. Und Hessen 1789, wir sehen hier mal die große Aufteilung, die Landgrafschaft Hessen-Kassel und die Landgrafschaft Darmstadt geteilt und das Blaue, das ist eben das Erzbistum Mainz, die immer weit in das Hessenland ihre Ausdehnung hatten. In Marburg gab es das Kumpgericht, das ist so ein Bild aus dem Rathaus, das ist vor einigen Jahrzehnten mal freigelegt worden. An der Wand im großen Rathaussaal, da kann man sich in etwa vorstellen, wie so ein Kumpgericht ausgesehen hat. Das Kumpgericht erfolgte ja auf dem Marktplatz. Man sieht die Ankläger und die Schöffen und das Volk. So kann man sich das vorstellen, ungefähr wie sowas ausgesehen hat. Die Gerichtsbarkeit in der Landgrafschaft Hessen-Kassel nach der Reformation, also nachdem nun Landgraf Philipp im Grunde jetzt hier als Herrscher des Landes Hessen in Erscheinung tritt. Er beendet das kanonische Recht in Hessen. Man setzt ein Hauptgericht in Marburg ein, das sogenannte Samtgericht. Das ist angesiedelt in der neuen Kanzlei der Landgraf Philippstraße, die jetzt also ein Museum beherbergt. Also die Hexenverfolgung der Landgrafschaft Hessen war eindeutig kein Schwerpunkt. Es gibt eine Ausnahme. Wora im Landkreis Marburg, belegt mit dem Schandmal als Hexendorf. Das heißt, die haben sich gegenseitig so sehr beschuldigt, dass nur drei Einwohner als Hexen freigehalten. Ich müsste mal mit einem Wora sprechen, was da überhaupt noch davon bekannt ist. Es ist nicht bekannt, ob auch nur eine verfolgt und umgekommen ist aus dieser Denunziation in Wora. Aber die Hysterie war da. Die Hysterie war etwa folgendes: Wenn in einer Gemeinde eine Anzahl von Hexen verfolgt wurde, weil vielleicht eine Missernte gewesen ist, weil eine Kuh im Stall verreckt ist und die Nachbarin wurde bezichtigt, sie hat das mit ihren Hexereimitteln geschafft. Wenn also eine nachvollziehbare Anklage gewesen ist oder eine Missernte und im Dorf X waren 4 oder 5 Hexen verbrannt, dann war das Dorf Y nicht bereit, auf Gleiches im eigenen Ort zu verzichten, denn er hat ja auch Missernten, auch vielleicht eine verreckte Kuh oder ein Schaf oder Kalb. So steckten sich eigentlich die Menschen selber an und das macht sich auch die Kirche in ihrer Begründung zunutze und sagt, im Grunde waren es ja die Menschen, die dem Dämonenglauben, dem Aberglauben nachhingen. Nur sie vergisst zu erwähnen, dass sie selbst diesen Aberglauben von der frühen Kirchenentwicklung mit eingeleitet hat. Natürlich ist in vielen Entwicklungen die Sprache der Bilder für die Menschen von damals von enormer Bedeutung. Man konnte auch Bibel, Sprüche, Ereignisse ja nicht anders darstellen als durch bildliche Zeugnisse. Die finden wir ganz speziell natürlich in der Renaissance oder danach in ausgeprägter Weise. Aber ich sage, diese Bilder, das ist doch sexistisch. Gucken Sie doch mal rein in die Sixtinische Kapelle. Schauen Sie mal nach oben. Also die Vorstellung der Menschen wurde auch durch solche sexuelle Beispiele mitgeprägt. Exotische Fantasien zu Walpurgisnacht.
Was blieb den Menschen, wenn sie vielleicht auch noch dem Zölibat unterstellt waren? Was hatten sie als ihre eigene Vorstellung und möglicherweise Künstler beauftragt, die solches dann auch zu Papier bringen? Und ich habe hier mal gegenübergestellt. Wir sehen heute in den speziell im süddeutschen Raum, Schweiz auch, Traumbilder zur Fasnet oder was auch immer. Es sind die gleichen Figuren, die wir eigentlich seit Jahrhunderten in der Vorstellungswelt der Menschen als Dämonen zu verstehen haben. Also der Helmut Schmidt, unser alter Kanzler, übrigens ein bekennender und frommer Christ, der hatte mal gesagt, wer Illusionen hat, der soll zum Arzt gehen. Also er wollte da, wie viele andere auch, zum Ausdruck bringen, das sind Dinge, die kann vielleicht jeder für sich ausmachen, aber eine Beweisführung über diese Dämonen in der Weise, den gibt es nicht. Und für die katholische Kirche gibt es das schon. Wir gibt es immer noch den einen oder anderen Exorzismusfall. Und es gibt auch den einen oder anderen verwirrten Menschen, wer auch immer. Und es gab ja die Schamanen und die hohen Priester, die natürlich wussten, mit welchen Elixieren sie auch Menschen mit beeinflussen können. Oder das Orakel von Delphi. Jahrhunderte später erst festgestellt, dass der Orakel natürlich eine ganz große Fälschung war, das mit geschickten Anwendungen von Räumlichkeiten dazu gebracht werden könnte, Dinge zu äußern, die Menschen ja vorher schon irgendwie durch Zudreher bekannt gemacht hatten. Also nochmal zu den Akten, das ich mir besorgen konnte, das Buch aus den geheimen Akten der Inquisition. Eine bemerkenswerte Aussage für mich ist, die Verstrickung der Kirche in Hexenverfolgung kommt zu dem überraschenden, aber gut belegten Ergebnis, dass in den evangelisch-lutherischen Territorien Deutschlands der Anteil der wegen Hexerei verfolgten Frauen größer war als in der katholischen. Sagt die Kirche, ich kann es nicht, wir nehmen das hin, das ist so. Das kann schon so sein. Sind wir denn heute eigentlich gewappnet gegen Dämonen in Menschengestalt? Dämonen, Teufel und Hexen sind keine Relikte aus der dunklen Vergangenheit. Sie begegnen uns bis heute in menschlicher Gestalt. Und gerade wir Deutschen können da ein Lied von singen. Auf den Leichenbergen feierten die Feste. Geben wir ihnen keinen Platz in der Mitte unserer demokratischen Gesellschaft. Ich danke für die Aufmerksamkeit.